Secretera. Der Kuss des Todes. Folge 18. Willkommen zurück. Ja, meine Freunde. Ich habe jetzt zwischen den beiden Folgen ein bisschen recherchiert. Also das buggt tatsächlich. Es ist definitiv nicht so gedacht, dass hier ein Lupensymbol kommt. Und ich kann einfach nicht umblättern, egal was ich klicke. Da unten darf ich nicht reinklicken. Und es ist auch auf jeden Fall ein Bug. Jetzt ist es weg nach dem Starten, dass hier ein Lupensymbol war. Vorhin musste ich sogar einmal aus dem Bildschirm raus und wieder rein, damit es dann weg war. Das hat funktioniert. Aber ihr kennt mich, ich lasse bei sowas nicht locker. Ich habe jetzt einfach so ein bisschen nach Screenshots und Videos geschaut von der PC-Version. Und es gibt noch zwei weitere Seiten. Und die habe ich mir mal rausgesucht. Vielleicht kann ich die, wenn sie an der Reihe sind, mal einblenden. Wenn nicht, ich lese es euch jetzt einfach so vor. Ihr müsst es euch jetzt einfach vorstellen. Sollte das Tagebuch euch jetzt ein bisschen gespoilert haben. Ich kann nichts dafür, das Spiel hat ordentliche Bugs teilweise. Aber ich versuche das Beste draus zu machen. Ich lese es jetzt nochmal und was danach kommt, in Ruhe vor. Expedition Tag 37. Jacob ist heute verschwunden. Drei unserer Führer haben nach ihm im Dschungel und in der Niederung unter den Klippen gesucht, aber sie konnten ihn nicht finden. Sonst ist alles in Ordnung. Und jetzt geht's weiter. Vielleicht kriege ich das eingeblendet. Expedition Tag 38. Jacob ist heute ins Lager zurückgekommen. Wir waren erleichtert, ihn zu sehen. Aber dann begann er sich seltsam zu verhalten. Während des Mittagessens wurde er plötzlich aggressiv und brach die Hand eines anderen Archäologen während eines Kampfes. Dann rannte er wieder weg. Das ist der Kampf. Ja. Und dann gibt es noch eine weitere Seite. Seite 39 oder halt. Seite 39 ist falsch, aber... Naja, Expedition Tag 39, so meine ich das. Wir haben Jacob bewusstlos im Dschungel gefunden, wo er die Nacht verbracht hat. Als er aufwachte, versuchte er wegzurennen. Also haben wir ihn sediert, was so viel heißt wie, ja, ruhig gestellt. Beruhigungsmittel oder vielleicht gleich ganz betäubt. Und ihn dann ins Krankenhaus gebracht. Er ruht sich jetzt aus. Mehr ist es aber auch nicht, meine Freunde. Ich dachte, da kommt noch mehr, weil ich frage mich, wie dieser Axtmord da passiert ist. Aber mehr hatten die dann auch nicht. Aber ihr seht, wie immer... Ich versuche euch das alles so gut wie möglich nahe zu bringen. Ihr kennt mich. Und im Tagebuch können wir jetzt auch ein bisschen weiterlesen oder eine Zusammenfassung dessen, was geschehen ist. Einem der Archäologen ist etwas Schreckliches zugestoßen. Er verschwand und als er wieder auftauchte, begann er mit einem der anderen Archäologen zu kämpfen. Gut, sie sprachen davon, dass er ihm die Hand brach. Dann rannte er weg und verbrachte die Nacht im Dschungel. Sein Name war Jacob. Könnte er der Wissenschaftler gewesen sein, der den Dolch studiert hat? Wenn ja, was ist mit ihm geschehen? Ach ja, das hat er ja, glaube ich, gesagt. Genau, Jacob Simmons studiert den Dolch. Also irgendwas ist mit dem Dolch. Ich glaube immer noch Droge. Aber das ist mir das beste Beispiel, dass ihr sehen könnt, dass ich wirklich versuche, euch alles so perfekt zu präsentieren, wie es bloß geht. Auch wenn mir das Spiel das echt schwer macht. Ich habe auch gesehen, weil ich gesagt habe, die Versionen sind unterschiedlich. Auch wenn es ein Wimmelbild gibt, sieht es anders aus. Bei mir ist das alles so lila, flimmerig. In der PC-Version sind teilweise so Zeichen, so wie diese Hieroglyphen und so, und alles in blau. Und wenn man dann draufklickt, dann ist es ein Wimmelbild. Also selbst das. Ja, es ist schon ordentlich anders. Das kann man sagen, aber ich versuche das Beste draus zu machen. Okay, also der Dolch ist schon nicht uninteressant. Lirum Larum bringt uns das aber trotzdem nicht weiter. Wir schauen jetzt, dass wir das Auto gestartet bekommen. Ich frage mich auch, warum wir Starterkabel haben. Es war jetzt gar nicht so einfach, das zu finden. Ich muss auch mal ein bisschen aufpassen, dass ich mich nicht zu sehr spoilere und so weiter. Ja gut, versuchen wir mal das Auto anzulassen. Das wird aber gehen. Was ich mit dem Starterkabel soll, weiß ich jetzt gerade nicht. Müsste die Winde aber gehen. Rot ist wahrscheinlich falsch. Ich drücke extra mal das Falsche. Um die Winde anzulassen, muss ich den Laster starten. Will er mich werfen? Es ist auf jeden Fall falsch. Jetzt grün müsste gehen. Eigentlich hätte er was sagen müssen oder sie. Das ist die falsche Taste oder so. Oder muss ich beide drücken? Ah. Warum sagt er denn anlassen? Das ist doch auch falsch. Jetzt ist es auf jeden Fall offen. Yippie-yay-yay. Jetzt können wir ein Stück weiter. Wer weiß, was da auf uns wartet. Ich weiß ja noch nicht mal, wo ich bin. Ist es jetzt irgendwie eine Maya-Stadt oder was kommt da jetzt auf mich zu? Ich habe keine blasse Ahnung. Alles klar, das sieht ausnahmsweise mal echt cool aus. Holy moly. Womit spielt denn der da? Das sieht echt cool aus. Das ist so ein Puma oder was soll das sein?
Ich muss den Panther ablenken. Panther, okay, verzeihung. Da ist eine Batterie, die müssen wir bestimmt überbrücken. Okay, das ist jetzt auch wieder ein Tagebuch in der Hoffnung, dass das jetzt alles ist, was dran steht. Ich kann jetzt auch nicht jedes Mal schauen, ob was fehlt. Allerdings, hier backt es nicht mit dem Lupensymbol. Gehen wir mal davon aus, dass es passt. Hat es dieser Jacob geschrieben? Der Dolch hat zu mir gesprochen. Ich habe es gehört. Ich habe nicht den Verstand verloren. Das ist wirklich passiert. Der Dolch sagte, dass Gloria mein sein würde, wenn Harry nicht mehr im Weg wäre. Oh oh. Harry ist ihr Mann und mein bester Freund, aber er steht zwischen mir und dem, was ich am meisten begehre. Wenn ich ihn loswerde, wird Gloria mir gehören. Mhm. Sie wird sich aufregen, aber das wird vorbeigehen und dann können wir zusammen sein. Ich habe sie schon immer gemocht, aber ich hatte zu viel Angst, es ihr zu sagen, bis ich den Dolch berührte. Jetzt fühle ich mich stark und mächtig genug, um es mit der ganzen Welt aufzunehmen. Es ist Zeit, um Harry loszuwerden. Ich bin es leid, dass er mir im Weg steht. Jegliche Zweifel, die ich hatte, meinen besten Freund zu töten, sind verschwunden. Und ich bin bereit, meinen Plan in die Tat umzusetzen. Okay, das erklärt, warum der Tod ist, dieser geaxterte Typ. Der Dolch erzählt. Ich habe Jacobs Tagebuch gefunden. Der Wissenschaftler behauptet, dass der Dolch mit ihm gesprochen habe. Ist Jacob verrückt geworden? Oder hat irgendein Dschungelvirus sein Gehirn aufgeweicht? Oder was wäre, wenn der Dolch wirklich mit ihm gesprochen hätte? Was ist, wenn der Dolch die Leute in den Wahnsinn treibt? Immer noch bin ich der Meinung, dass eine Droge drin ist. Hier sieht man auch, das scheint wirklich alles zu sein, was man sehen kann. Ich weiß natürlich auch nicht, ob irgendwie... aber hier ist wieder das Lupensymbol, gell? Seht ihr? Das ist auch schon wieder buggy irgendwie. Ich glaube aber nicht, dass was fehlt. Also kann ich mir nicht vorstellen. Sieht nicht so aus. Sonst wäre hier kein Absatz. Aber es ist komisch, gell? Es buggt hier auch mit dem Symbol. Jetzt ist es wieder weg. Also das läuft nicht ganz rund. Aber wenn noch mehr zu sehen gäbe, wäre es hier. Ich wollte gerade sagen, ich kann nicht sagen, ob vorher noch mal was gefehlt hat in irgendeinen anderen Kapiteln, gell? Ich habe das zum ersten Mal jetzt gesehen, dass da was fehlen könnte. Okay, hier will sie den Puma ablenken. Das weiß ich allerdings noch nicht wie. Fleisch oder sowas habe ich nicht. Also das ist gar nicht so einfach. Ich bin jetzt gerade etwas unkonzentriert, weil mich das echt irritiert alles. Die Kette fehlt. Auch wieder falsch. Was für eine Kette? Achso, die Kette von hier auf da oder was? Ja gut, das ist eher so ein Keilriemen. Was ist das, ein Pinsel? Und die wird nicht funktionieren, die Batterie. Oder deswegen das Überbrückungskabel, denke ich. Okay. Man kann aber nochmal weitergehen, gell? Ist da eine Leiche? Bestimmt Jacob. What are you doing here? Did you come to help me? But you can't. I did something that can never be reversed, and I will pay for it forever. I have no hope, no possibility of redemption. I'm eternally damned. But you can help Harry. Yes, an ancient relic is hidden somewhere in this cave. Its power can overcome any curse. Use it to free Harry's soul. He definitely doesn't belong here. He shouldn't have to pay for what I did. Okay. Also er will sich nicht retten, sondern Harry. Ja. Ich vermute, Harry ist der Geachtete und er ist das hier vermutlich. Hat er sich das Leben genommen, nachdem er das getan hat oder was? Ich bin nicht sicher. Hier ist noch ein blauer Stein. Vielleicht muss ich auch beide haben, um es dem Elefant einzusetzen. Na gut. Okay. Jacob. Jacob hat seinen Freund ermordet. Ja, das haben wir ja gesehen. Oder zumindest die Leiche. Aber Gott wird ihm vergeben. Jacob bereut, was er getan hat, und er verdient es nicht, für immer in diesem Dschungel gefangen zu bleiben. Er bat mich, Harry zu helfen, dessen Leichnam sich in der Lagerhütte befindet. Er sprach auch irgendwas über ein Artefakt, oder? Jacobs Geist sagte, dass in einer nahen Höhle ein Artefakt sei, das Harry befreien könnte. Ich kann diese arme Seele nicht leiden lassen, ich muss ihm helfen. Das heißt also, diesmal ist es kein Liebespaar, oder was? Ah. Seht ihr, wenn ich hier klicke, geht es auch nicht zu. Vorhin bei dem Lupensymbol ging es zu. Ich müsste es eigentlich x'en. Aber ist... Kann ich die ganze Zeit nur darüber quatschen? Wir schauen uns das mal an. Das ist wohl Harry, oder? Nee, nicht Harry, das ist er. Harry ist der Geachtete. Das brauche ich. Aha. So? Nicht. Ist eigentlich auch hübsch irgendwie, oder? Ist das ein Messer?
Ah, das ist... Ah, da muss ich aber dann ein bisschen vorsichtig sein, ne? Was ist das, eine Schlange? Oder sieht das irgendwie so eine Rattlesnake, oder was ist das hier? Ne. Okay, merkwürdig. Ist das ein Eisenhaken, oder? Wenn ich den Reifen aufblase, würde der Stein... Würde das den Stein anheben. Und ein Stück Käse. Okay. Vielleicht eine Ratte oder sowas, die man noch irgendwie... Aber Stein... Anheben durch Aufblasen des Reifens? Und wie soll ich das machen? Das Inventar fühlt sich. Ist das eine fleischfressende Pflanze? Sieht unangenehm aus. Sie sehen hungrig aus. Was kann ich Ihnen zu essen geben? Käse? Nein. Hätte mich jetzt auch gewundert. Kann man irgendwas anderes klicken? Wenn ich die Plattform herablasse, kann ich sie als Brücke über den Abgrund benutzen. Mhm. Das Level ist nicht ohne, kann das sein? Ich habe so viel Inventar und man weiß nicht, was das soll alles. Lauter Zeug, was ich nicht verstehe, was ich habe. Pinsel und Krokodile, was soll das alles? Ich meine, das ist mit der Dings, mit dieser Winde. Hier brauche ich was zu essen, hier brauche ich irgendwie so eine Pumpe oder sowas. Hier vielleicht irgendwie ein Vorschlaghammer oder irgendwas, ne? Pickel, also Pickaxe oder wie man sagen will, ihr wisst, was ich meine, so ein, ja. Hm. Und ansonsten? Nix. Den kann ich auch nicht ablenken, dem kann ich ja wohl kaum den Käse geben. Ist ja keine Riesenratte. Adolchen kann ich ihm vermutlich auch nicht. Hm. Anders. Wobei ich das hätte ja auch nicht screenshotten können, oder? Der Panther sieht schon geil aus, finde ich irgendwie. Den muss man allerdings dann irgendwie, wenn er sich gerade nicht bewegt, dann treffen. Nein, jetzt habe ich vorbeigeschossen. Ich wollte, wenn er den Kopf hebt. Nochmal, kriege ich das hin. So, danke. Spaß muss sein. Ja gut, aber... Ein neues Wimmelbild irgendwo, oder? Weil irgendwie weiß ich nicht, was das alles soll. Gebe ich zu. Also richtig weiter komme ich gerade nicht, gefühlt. Ich muss auch gestehen, als die PC-Spieler hier das anschauten und dann zumachten, ging hier ein Wimmelbild auf. Also entweder kommt es noch oder es fehlen auch Wimmelbilder. Das würde ich dem Spiel noch zutrauen. Das verschmutzte Ding kriege ich mal aber auch nicht sauber, außer mit dem Pinsel. Was soll das jetzt bedeuten? Diagramm. Wovon? Mehr ist hier aber erstmal nicht gefühlt. Kann ich das Diagramm irgendwie hier dazulegen? Bringt das was? Da muss doch irgendwas damit... Das gibt's ja nicht. Hä? Was soll ich denn mit dem Käse? Oder mit diesem Krokodilskopf. Ich meine, wir hatten noch Räume, wo man die Fledermaus und so weiter, wisst ihr noch? Soll ich da mal versuchen, ohne dass ich jetzt spickel, was man machen muss, soll ich da mal hingehen? Wo waren das nochmal? Soll ein Mensch wissen. Ja, genau, das meine ich. Ich will mal gucken, ob ich von alleine... Oh, hallo? Seht ihr? Woher soll ich wissen, dass dieser Hirsch da jetzt steht? You found it. Yes, this dagger is exactly what I need. But it lacks one important part. Don't worry, I'll fix it right away. And then I'll return it to you. Ach stimmt, der hat ja auch irgendwas erzählt. Der braucht ein Artefakt, um Lilith den Rest zu geben. War es nicht irgendwie so? Verwirrend, der Typ. Wer ist es überhaupt? Aber seht ihr, ich bin jetzt... Was ist denn das für eine Schriftrolle? Wahrscheinlich schon geklickt. Nein, also das war jetzt auch so eine Eingebung, dass ich vielleicht mal in die Richtung gehen sollte. Meine Güte. Na gut. Hat er von einem Dolch gesprochen, der Fisch? Echt? Wann soll das denn gewesen sein? Naja, mag sein. Ich glaube nicht, dass ich das so ohne weiteres finde. Das ist ja noch am Anfang. Lazarus, bla bla bla. Ne, nicht Lazarus, wie hat das denn geheißen? Na egal. Seht ihr, das ist ja viel gewesen. Eine ganze Menge. Bla bla bla, Foyer, bla bla, da da. Spenden, sind wir überrascht, bla bla.
Eigentlich auch nur, dass die dann geschwächt wird, aber von Dolch weiß ich jetzt gerade gar nichts mehr. Na, ist ja eigentlich auch egal. Auf jeden Fall hat er, was er wollte. Hier ist ja sonst nichts, oder? Ich hatte mich halt gefragt, ob ich in dem... Da wollte ich eigentlich hin. Ich wollte hier nur vorher hier hin, damit ich da reinlatschen kann. Ob hier noch irgendwas ist. Ah, der Dolch. Aber den habe ich ihm jetzt gegeben. Weil das muss ich ja da rein wahrscheinlich, oder? Schade. Das gehört nicht danach, oder? Aber es macht natürlich Sinn, wahrscheinlich für Spieler, die denken, ah, ich kann den Dolch abgeben, dass man dem Typen begegnet. Außer man springt direkt hier rein. Aber mit dem Engel ist mir jetzt auch nicht ganz klar. Und das andere Zeug. Hm. Da war ja sonst nichts mehr von Interesse, oder? Weil das ist der einzige Raum, den ich jetzt ein bisschen im Blick habe. Wo man sagen könnte, ja. Wo man noch was hätte machen können. So auf Anhieb. Ach du liebe Zeit. Habt ihr, oh Gott, oh Gott. Also Garten, sagt er. Garten! Kellertreppe. Und im Keller. Was? Wieso denn im Garten? Hä? Lass uns mal in den Garten schauen. Wie Garten? Ah. Könnte es sein, dass... ja gut, aber es ist ja gar nicht so wichtig. Oder doch? Sowas vielleicht? Ah. Ja gut, aber... Ja, gut. Das gehört halt alles zusammen irgendwie, aber das wäre jetzt gar nicht so wichtig gewesen, glaube ich. Okay, meine Güte. Kellertreppe und Treppe und irgendwas, oder? Aha. Was ist denn das? Ah, das war... habe ich das schon mal geklickt, oder? Da ist nämlich eine Ratte. Ah, das kommt mir bekannt vor. Ah, oh, das habe ich nicht mehr gewusst. Habt ihr das noch gewusst? Gut, wenn man jede Folge hintereinander anschaut vielleicht. Ah, da. Ich glaube, ich erinnere mich. Das habe ich, glaube ich, geklickt. Na ja, gut, also. Das heißt drum. Okay. Meinetwegen. Eine Ratte. Auch ein schönes Bild. Warum gefällt mir jetzt heute jedes Bild so gut? Als Tiernarr. Ja, was? Ich habe die Ratte... Ich dachte... Das war nur Spaß, dass ich da drauf geklickt habe. Ich dachte, ich muss in das Loch greifen. Was soll ich denn mit einer Ratte? Ach du liebe Zeit. Okay, und anscheinend ist im Keller was. Hä? Was soll ich denn im Keller? Das da? Oder was? Sieht dazu aus, als wenn da was gehen würde. Wobei. Alles klar. Das Schwert Excalibur, das sage ich jedes Mal, wenn ich ein Schwert finde. Warst du schon? Awesome. Ist ja schön und recht, aber so richtig weiter bringt es mir auch nicht. Weil streng genommen, wenn man jetzt von der Karte ausgeht, Kellertreppe, Keller und was war das andere noch? Das haben wir ja nicht alles gemacht, oder? Mit der Ratte und so. Hm. Wie kam ich denn jetzt in dieses Dings rein? Da, oder? Ja. Das ist noch ein Schild. Habe aber nicht das Schild. Oder den Schild. Ratte? Was soll ich denn damit? Ratte, Ratte. Kann ich dem Puma oder so der Ratte geben oder sowas? Macht das Sinn? Ich habe keine Ahnung. Probieren. Weil drei Sachen hat er angezeigt. Wir waren jetzt überall. Richtig? Glaube ich jedenfalls. Ohne, dass ich das jetzt sehr aus... Irgendwie, was hatte er gesagt? Irgendwie... Nee, was war das nochmal? Ah, Garten, ach ja, genau. Ja, genau. Wir hatten eigentlich alles drei... Die einzige Idee ist halt... Ja, gut. Vielleicht kann ich dem Puma die Ratte geben, aber ich glaube nicht, dass es funktioniert. Weil... Das wäre ziemlich makaber, oder? Wenn ich jetzt den füttern würde mit der Ratte. Hm. Ich glaube nicht, dass... Obwohl, Katze und Maus, Ratte, Puma... Beziehungsweise ist ja kein Puma, ist ja Panther, Verzeihung. Keine Ahnung. Also ich würde einfach sagen, das ist jetzt ein kleiner Cliffhanger. Ob ich jetzt die Ratte den Panther verfüttere, das werdet ihr da in der nächsten Folge dann erleben. Wir hoffen es einfach mal nicht. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann müsst ihr diese einschalten und da sehen wir uns dann wieder.
Und bis dahin, tschüss.